Quack, Quack, guten Tag. Und? Platt ist das Auto. Wir sind immer noch in der Mojave-Wüste auf dem Schrottplatz auf der Jagd nach dem Disco-Killer. Gucken wir jetzt mal, was hier so abgeht. Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder richtig, obwohl ich nicht richtig sein wollte. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch wirklich alles nicht wahr sein. Dass ich aus Versehen immer die richtigen Wege nehme. Was ist das für ein wirres Gebäude? Volle Disco. Ich kann die... Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit 12 Schuss voll sind, aber ich kann das hier nicht aufheben. Irgendwie ungünstig platziert. Und ärgerlich, da wir ja immer noch nicht die Schrotflinte gefunden haben auch. Die ich sicherlich verpasst habe, weil ich den richtigen Weg genommen habe, anstatt den falschen. Hey, wie läuft's denn so, Yankee? Verdammt! Du weißt doch, auf dem Weg durch das Feuer musst du cool bleiben. Den Iceman spielen, der durch das Tal des wütenden Geschicks schlittert. Jetzt geht's um Sein oder Nichtsein, Mr. Yorick. Und jetzt, let's rock'n'roll! Und das gute alte Tal des Todes! Yeah! Ich werde hier auch mal tatsächlich den Violator auspacken. Oh, 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 oh! Der da lang tappelt, Alter. Oh, er ist schon in seiner Dämonenform. Aber ich bin auch gleich tot, das ist nicht gut. Ich hab's. Alter, wie hat er mich denn da getroffen, bitte? Ja, Mann. Heureka! Elvis hat soeben das Gebäude verlassen. Schön. Deine Seelen gehören mir. So, der müsste jetzt auch wieder ein Prisma. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Ich glaube, diesmal haben wir relativ viel Violator-Munition verballert, hä? Ich hab's. Jammer. Noch ein Secret. Oh, ich will's wissen. Disco-Musik, Disco-Kleidung, Disco-Lichter. Ach,
Geil! Ja, aber den Rest sparen wir uns jetzt mal. Ich bin jetzt wirklich versucht zu sagen, ich teleportiere mich nochmal an den Anfang und suche das Gebiet nochmal ab. Anstatt jetzt hier direkt schon wieder in den nächsten Teil der dunklen Maschine zu gehen. Wow! Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe nicht erwartet, dass das funktioniert und ich da so durchkomme. Aber voll cool. Ich kann tatsächlich durchrollen. Die Mucke ist auch geil gerade. Ah, da geht's dann. Na. Vielleicht durchsuche ich den. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Vielleicht durchsuche ich diesen Bereich aber dann auch nochmal off-camera. Ist ja doch ein bisschen langweilig, einfach nochmal denselben Weg hier alles nur abzulaufen. Aha. Und so super, super wichtig ist es ja jetzt im Grunde auch nicht. Ja. Muss ich das Ding in die Hand nehmen? Okay. Entschuldigt bitte, dass ich das vergessen hatte. Wobei, die sitzen jetzt ja gar nicht mehr dran. Wir setzen vielleicht erstmal auf Schild, wenn wir hier wieder reingehen. Oh, ich will aber so gerne die abgesägte Schrotflinte haben. Oh, und wir kommen natürlich jetzt auch dann wieder an diese Kolbengeschichte. Und leider weiß ich ja immer noch nicht, nach welchem Code man die ausschaltet. Und weiß bei den anderen eben auch noch nicht, wo das zu finden ist. Ich habe Angst, dass es hier wieder genauso enden wird. So das Problem an Let's Plays, wenn du da an irgendwas nicht weiterkommst, dann hast du nicht nur die Frustration, dass du das Rätsel nicht gelöst bekommst, sondern zusätzlich noch die Frustration, dass du die Leute, die du eigentlich unterhalten willst, jetzt quasi ja eben nicht unterhältst, möglicherweise sogar auch wahnsinnig machst, weil die vielleicht sogar wissen, wie das Rätsels Lösung ist und nicht fassen können, wie du nicht drauf kommst. Aber du bist so damit beschäftigt, die Leute zu unterhalten, dass du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Aber ey, ich auch einiges an Let's Plays in meinem Leben gesehen und ich weiß exakt, wie sich das anfühlt, wenn man da sitzt und nicht fassen kann, wie in dem Moment dumm die Person vorm Bildschirm ist und das einfach nicht geschissen bekommt, auf Deutsch gesagt, das kinderleichteste Rätsel zu lösen. Dass diese Türen nicht aufgehen, stört mich auch immer noch. Das Gefühl, wenn man
selber viele Let's Plays geguckt hat und dann Let's Plays selber macht, hat man auch nochmal einen ganz anderen Anspruch an sich selber. Wenn man die Beobachterperspektive kennt und sich denkt, so will ich nicht sein. Und dabei aber genau so wird. Ich hab's. Weil es sich manchmal einfach nicht verhindern lässt. Aber man ist dann so sehr in diesem Modus, anders zu sein, dass man dann im Endeffekt ja den Rest irgendwie auf der Strecke bleiben lässt. Und wieder eine Tür, die noch nicht aufgeht hier. Das ist doch alles merkwürdig. Bin mir gerade nicht mal sicher, ob das, was ich gesagt habe, nicht völliger Quatsch war. Das meine ich. Es ist so, wenn man hier vor der Kamera sitzt, ist das Gehirn so dicht, Alter. Nur noch Mumpitz bei rum. Da ist doch schon wieder so ein Vieh. Einmal kurz, wie viele Seelen können wir jetzt hier? 2. Okay. Ja, finde ich abgesägte Schrotflinte. Das müssen wir noch machen. Wow. Wow, 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 wow. Also auf eine Art. Dunkle Seelen gehören mir. Na, ich will nichts sagen. Also die machen natürlich auch mehr Schaden, ihre Schüsse, und es ist schwierig, denen zu entgehen, wenn man nah dran ist. Aber so ein Stück weit finde ich die einfacher als diese blöden Maschinengewehr-Heinis, weil die ganz oft in so Arealen stehen, wo man nicht ordentlich ausweichen kann. Und hier haben sie es bisher meistens noch relativ gnädig gemacht, außer beim letzten Mal im Maschinenblock, wo man gegen 2 gleichzeitig kämpfen musste. Das war wirklich ein bisschen ekelhaft, wie ich finde. Das hätte so nicht sein müssen, aber gut. Da hätte mir einfach mehr Platz gereicht, dann wäre ich da völlig cool mit gewesen. So war's. Ja. Nicht schlimm, aber unelegant, fand ich. Oh. Wo? Auf der anderen Seite? Auf der ich noch gar nicht war? Ja. Ja, also diese Schüsse, die sind echt nervig. Irgendwie ist man immer langsamer als die. Dunkle Seelen gehören mir. Und dann erwischen sie einen doch noch. Das ist schon auch auf seine Art und Weise nervig. Fällt gerade auf, dass ich, glaube ich, eh noch mal durch die ganzen Echtweltareale muss, um hier ja wieder hinzukommen an diese Orte, um am Ende die Kolben zu deaktivieren, weil ich nicht jetzt hinkriege. Das sieht ja mal interessant aus hier. Ein Prisma? Der hat original bis eben nichts mitbekommen, oder was? Was bist du denn für ein Hansel? Fahren hier wieder. Und lass mich raten, hier ist wieder Kolben. Ja.
Und ich habe mal wieder keine Ahnung. Das glaube ich. Wo Kolbennummer sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Müssten wir hier sein, ne? Das ist es. Die hier an. Was sein muss. Oh Mann, ey, diese Kolben machen mich wirklich. Das Problem ist auch, ich erinnere mich, dass ich da als Kind schon nicht durchgestiegen bin. Und dadurch haben die immer noch so diesen. Ich will nicht sagen Trauma, das ist zu hart, aber ne, diese negative Erinnerung, dieses, ah, das schaffst du eh nicht, das kannst du nicht, das raffst du nicht. Und aktuell ist es immer noch so und deswegen bin ich schon so unwillens auch irgendwie das zu probieren, wenn ich das gehört, ich krieg's eh nicht hin. Das ist zum Kotzen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, woher ich wissen soll, wie die sein sollen. Ist es hier an den Zahlen, aber wo fängt's an? Wo führt es hin? Ist das quasi 1 und das wäre dann, weiß ich nicht, 5? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ne, das ist doch viel zu viel auch. Ne, das ist das. Wir gucken nochmal hier ins Büchlein. Ne, hier. Bei dem. Hier ist das, ne? Solomon Marco Roberto Cruz. Ach, guck mal, der heißt. Das ist wahrscheinlich sogar sein. Dings gewesen. Schrottplatz. Kann ich grad nicht drauf. Ich guck hier die ganze Zeit, ob irgendwas mit Zahlen irgendwie ist, aber denn in den westlichen Wüsten findet er eine Gestalt, er ist das Kind mit dem Mund voller Blut, die Trostlosigkeit für den Anbruch der Zeit, er ist das eiskalte Funkeln im Auge des Mörders, das grausame wilde Herz jeder Freveltat, denn unser sind viele. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Macht keinen Sinn. Ich muss jetzt wieder in die. Öffnen wir das nächste Schisma. Und wir lassen mal die Gegner hier Gegner sein. Gehen wir doch jetzt mal hier in die Doppelspieße. War das der Kriegstyp? Jo.
der Big Guy. Und wieder Kado. Schön daneben, wie beim letzten Mal schon. Das ist aber auch doof, wirklich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so hart, diese kleine schmale Kante hier zu treffen, weil die auch noch so eine blöde Abrutschform hat. Und dann rutscht er halt weg, weil er nicht ordentlich drauf laufen kann. Es ist wirklich ein Tick zu frickelig, wie ich finde. Aber es hilft ja nicht. Wir wollen ja auch gern volle Energie und uns fehlen nicht mehr so viele Kado. Ab hinein. Oh, ich hab... Nein. Oh. Ich habe Benutzen gedrückt, damit er die Waffen wegsteckt. Aber ich stand noch so, dass ich dann in den Sauger geraten bin. So, jetzt. Sieht ja fast wieder idyllisch hier aus. Aje. Finde den 9mm, finde den Akkumulator Teddybärenwerkpunkt. Ja, der müsste ja vielleicht sogar schon bald kommen. Oh je. Hier so ein Krokodilmund oder was soll das sein? Kann ich in dieses Haus auch irgendwo rein? Ja, gucke mal. Das ist natürlich abgeschlossen. Dann wohl rein in den Schlund. Ich nehme mal wieder die Taschenlampe. Plötzlich Hund. Hey Kids, let's have a really wild time. Wer ist der? Gator Bob. Okay, Gator Bob. Let's have a really wild time. Ich meine, wir sind offensichtlich in einem Feriencamp und verfolgen einen Militär. Serientäter. Der bestimmt gut bewaffnet ist. Das kann ja nur spaßig werden. Employee only beyond this point. Police line do not cross. Oh Gott, dieser Schrei. Immer so dieselben Soundeffekte über Jahrzehnte in allen Spielen und Filmen gehört. Ah, Kato. Oh, Hab ich gerade den Dings kaputt geschossen? Im Fernsehen?
Geil. Ey, dieser Vogelsound hier. Was da manchmal kommt. Da kriege ich voll die Legend of Zelda Majora's Mask Flashbacks, weil es den Soundeffekt da auch gibt. Und da das nun mal zufällig mein Lieblingsspiel ist, kenne ich das natürlich auswendig, diesen Sound. Was ich nicht auswendig kenne, ist, wo ich jetzt hier weiter soll. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder übersehen? Dann geht's ja nicht weiter. Ist ja zu. Da komme ich ja nur von der anderen Seite durch. Und hier in der Mitte ist aber keine Tür gewesen. Ah! Vorhängeschloss. Ja, ja. Vielleicht sollte ich das Ding einfach wegpusten. Wow. Unnötig schwierig, finde ich. Also man hätte es einfach näher ran machen können. Da hätte man das besser treffen können. Aber gut. Ich glaube, man musste auch mit einem aufgeladenen Schuss, sonst wäre der gar nicht so weit gekommen, hatte ich das Gefühl. Okay. Hier ist nichts. Die Sounds sind wieder... absoluter Horror. Das ist aber gar nicht gut. Oh. Und noch die... übrig gebliebenen Teile. Ach, ich kann so die Kisten wieder verschießen. Okay, gut zu wissen. Manchmal sind es Kisten, manchmal sind es Fässer. Muss man erstmal wieder checken, worauf man jetzt Acht geben muss. Damit man ja nichts verpasst. Vielleicht schaffen wir es ja heute noch, eine neue Spende für die Loa zu bekommen und dann volle Gesundheit zu haben. Das wäre doch schön. Allzu viel fehlt uns da ja nicht mehr. Vielleicht gehe ich nach der Sendung wirklich mal, nach der Folge wirklich mal noch ein paar alte Gebiete ab, wo ich noch keine Loa eingesammelt habe, Kado. Da gab's ja durch einige Items noch welche, die ich dann aber ausgelassen habe, weil ich euch damit nicht langweilen wollte. Aber das kann ich ja durchaus mal off-camera machen. Fallen mir nämlich wirklich spontan ein paar Plätze ein, wo es was zu holen gab. Ich hab's. Es gibt auch noch im Startgebiet auf jeden Fall eine Stelle, wo man die Bongos braucht. Waren wir da schon? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und es gibt eine Stelle, wo man diese Kalabasse braucht. So, jetzt ist wieder die Frage, geht's da hinten weiter oder geht's da in dem Haus weiter? Gott sei Dank bin ich hier hingegangen. Helikopter-Sounds auch, ey. Ah, es ist immer wieder cool, finde ich. Sieht auch heute noch irgendwie schön aus. Also der Effekt ist lame,
Aber so das Bild an sich ist geil, oder? Der düstere Himmel. Die Mondfinsternis, Sonnenfinsternis. Das ist doch hier so. Unten muss doch etwas sein. Ja, hier, ein Kadeau. Also, warum dieses hier unten muss doch was sein, wenn hier nichts ist? Das verwirrt doch bloß. Scheiße! Uah! Ach du heiliger Salatapfel! Der ist aber gut ausgerüstet. Mit Granatwerfer! Ach, der hat ein Autogeschütz dahingestellt. Ach du je. Und eine Bärenfalle auch noch hier. Voll Rambo hier, oder was? Au! Alter, wie fies die positioniert war. Hätte man sich denken können. Das hier? Rennt einfach nur. Okay, ich dachte schon, da wäre irgendwie... Weiß ich nicht. Eine Piratenkanone, die da jetzt vor sich hinzündet und gleich abgefeuert wird oder so ein Käse. Wer weiß, auf was die so für Ideen kommen hier. Vielleicht ist hier unten irgendwo was. Haha! Und wir konnten kurz durch die Level, durch die Map gucken. Schön. So. Heiliger Himmel. Wieder so ein paar Körperteile. Das ist doch ein Kopf wieder, oder? Ach, hier, der hat immer diese Kassetten da gelassen. Genau, so war das. Und hier das haben wir doch. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Sehr gut. Die Uzi. Hier haben wir wenigstens schon mal die Waffe gefunden. Und Munition, sehr gut. Blutbad, ey. Vor dem Herrn. Was ist das hier für ein Boden, Alter? Ist das ein Kino? Ach du! This one of five would show that bleeding mask. Whatever, dude. And tongue to nipple that vessel dry to lick to... Ah, ich kann's nicht lesen von hier. Ears pricked to savor every cream. Yeah. Oh, da ist ein Kadeau. Da kommen wir durch den Lüftungsschacht hin. Aber wo ist der Lüftungsschacht? Da ist auch einer. Das heißt möglicherweise, dass wir noch einen anderen...
dass wir den erst später finden und dann zurückkommen müssen. Aber das kann man sich ja mal merken hier. Gott sei uns allen gnädig. Autschen, ist der ausgeweidet quasi? Ja. Teeth barred to strip the carcass wet. Ach Gott. Was? Ah. Das ist ja wirklich ein Kino. Ich hab das mir aus Spaß gesagt. Ach, guck mal hier. Ja. Nee, das ist aber... Ich habe schon wieder das Gefühl, ich bin hier richtig, obwohl das eindeutig eigentlich ein Geheimbereich sein muss. So. Luftschacht. Was ist das? Unnötig verworren. Was ist das für ein riesiger Luftschacht? Verbaut so was. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Das ist doch eindeutig auch Munition hier für die 9mm. Und das ist eindeutig Munition für die Schrotflinte. Habe ich original mit 12 Schuss die Schrotflinte voll? Das gibt's ja wohl gar nicht. 12 Schuss nur für die Schrotflinte? Das ist interessant. Was, woran? Ja, aber das ist auch wieder typisch Spiellogik, ne? Ich muss durch einen mega verworrenen Luftschacht kriechen, um an den unüberwindbaren Plastikseilen... Oder Papier ist das ja sogar, diese auf, diese Papier, Absperrbänder, an denen vorbeizukommen. Das war, was ich sagen wollte. Ich hab's nur nicht geschafft, richtig. Jetzt ist also Moment. Das kann doch nicht sein, dass ich beim ersten Mal richtig gelaufen bin und quasi... Das gibt es nicht! Und ich will da nochmal gucken oben. Da war doch auch noch ein anderer Gang. Es tut mir leid. Aber das... Kann doch hier alles nicht wahr sein, dass ich immer richtig laufe. Ich will doch erstmal den Rest erkunden, bevor ich weitergehe. Kann doch nicht immer so viel Pech sozusagen haben, direkt den richtigen Weg zu erwischen. Doch, hier ist nämlich gar nichts. Ich habe nur gedacht, dass es da weitergeht. Oh Mann, ich bin ja wirklich der absolut Dümmste. Ey. Ich finde, die Tür sollte man jetzt aufmachen können, nachdem man die Fässer dahinter, die Kisten dahinter zerstört hat. Wieder den harten Aufstieg in den unglaublich großen Lüftungsschacht. And tongue to lap that vessel dry. Unvorstellbar! Das
ist in der Tat noch ein bisschen abgefahren. Aber, also ich muss nochmal betonen, ich finde, dass der Shadow Man echt so einen Hang zum Übertreiben hat, so. In den ganzen Gesprächen, wo es irgendwie um, wo er beschreibt, was er vorhat, klingt das alles so, so mega drüber. Und hier ist dann so, ich weiß nicht, er spaziert normalerweise durch die Welt der Toten, wo alles voll mit Leichen und Monstern ist, und wenn dann hier irgendwie mal so ein Typ von der Decke hängt, ist gleich unvorstellbar. For we are many. Fire Exit Only. Okay, offensichtlich brennt es also. Wieso habe ich das Gefühl, dass das schon wieder kein Geheimbereich, sondern der tatsächliche Weg ist? Es ist halt wirklich so. Ich hätte übrigens so gelacht, wenn auf dieser Seite nicht zwei Türen gewesen wären. Aber das geht doch, oder? Nee, okay. Boah, diese Satellitengeräusche machen mich auch leicht aggressiv. Eine unüberwindbare Holztür. Oh je. Yeah. Einfach mal so ein Krokodilbecken, ey. Irgendwie an The Pool denken. Wo sie in einem Pool eingesperrt, ohne Wasser, dafür mit einem Krokodil sind. Ey. Wie heißt dieser Song? Wisst ihr das, wenn ihr zuschaut überhaupt? Das ist ja so ein bekanntes Stück aus allen Militärfilmen. Aber ich weiß nie, wie der heißt. Wo der eigentlich herkommt. Ach, so ein schönes Kanu hier. Weil, ist Kanu... Nee, doch, das ist ein Kanu. Diese Einzeldinger sind ja Kajaks, ne? Ach ja. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Wir haben den Teddy. Wunderbar. Das ist schon mal... Das ist der... Ich habe das Gefühl, der Level hier ist echt lang. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ich bin fast ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass die Krokodile jetzt nicht auch irgendwelche Monstrositäten sind. Können wir bitte mit diesem Kanu fahren? Ich will da nicht schwimmen müssen.
tauche bitte, sonst bist du nicht langsam. Ja, genau das habe ich nämlich. Ah. Eieiei, ey, unter Wasser mit Krokodil kämpfen ist auch kein Spaß. Aber zum Glück verbrauchen wir keinen Sauerstoff. Das wäre ja jetzt noch schöner. Oh, da geht's runter. Das war aber schön knapp, du. Das sieht aus, als müsste man da weiter. Okay, dann schwimmen wir erstmal hier hin. Holen uns, was hier zu holen ist. Wir haben echt schon volle Munition. 250 Schuss und das ist alles. Bisschen mal gespannt, wie lange das reichen wird. So im Gefecht. Ich stelle mir auch gerade die Frage, wie weit wir bisher gekommen wären ohne unsere Fähigkeiten. Aber eigentlich hätten wir bisher durchlaufen können, ne? Hier wäre es jetzt, glaube ich, knapp geworden. Ich glaube, so lange hätten wir in Menschengestalt nicht tauchen können. Es gibt ja scheinbar immer so einen Punkt, wo man als Mensch nicht weiterkommt. Ich meine, spätestens beim Boss kann man ja nicht gewinnen, weil man ja einen Schuss aus unserer Seelenpistole braucht, um den Gegner wirklich zu erledigen. Oh, uns fehlen nur noch 6 Kado. Krokodil schnell. Krokodil sehr schnell und hungrig. Ja, den sehr schönen Witz von Jürgen von der Lippe, dass ja Krokodile selbst an Land schneller sind als wir Menschen, was wirklich stimmt. Und im Wasser sind sie ja eh schneller. Das heißt, dass man unglaublich gut Fahrrad fahren können muss, wenn man beim Triathlon gegen ein Krokodil gewinnen will. Und ich finde das bis heute immer noch fantastisch. Das ist auch, weil Krokodile nun wirklich nicht in der Lage sind, Fahrrad zu fahren. Oh, Scheiße. Und Gott sei Dank. Das, finde ich dann ehrlich gesagt doch ganz geil, dass die in allem davon überlegen sind und theoretisch also richtig gute Triathleten werden. Weil sie in 2 der Disziplinen überragend sind, aber in der 3. sind sie halt vollkommen unnötig. Vollkommen unbrauchbar einfach. Das ist so herrlich. So, wo sind wir denn jetzt hier, ey? Das ist doch, also... Was ist das für ein Sommercamp, wo solche Höhlen sind? Wahrscheinlich irgendein alter Minenbetrieb. Ja,
Irgendeine alte Mine und da wurde dann auf den Ruinen dieser Mine wurde dann das Sommercamp errichtet oder so. Wer macht denn sowas? Weiß nicht, ob das unbedingt der beste Ort ist, an den ich meine Kinder schicken will. Irgendeine stillgelegte Eisenmine oder sowas. Also höchstens zum Schuften, aber... Dann dürfte sie ja nicht stillgelegt sein. Ihr wisst, dass das Spaß war, ne? Muss ich nicht sagen. Gut. Das ist ja... In der heutigen Zeit wird er mir gerne alles im Munde verdreht. Ach, das ist hier... Das sind doch bestimmt Diamanten. Diamanten. Smaragde, wenn überhaupt. Torfkopf, du, ey. Ah, hier können wir doch bestimmt auf die drauf. Nee, eigentlich nicht. Na! Ich Vollidiot! Warum? Oh! Diese Dummheit! Das kannst du doch nicht machen, sowas. Na gut, so geht's auch. Wirkte aber ehrlicherweise alles nicht so, als wenn es geplant gewesen wäre. Na, vielleicht aber auch doch. Schwer zu sagen manchmal. Alter, das ist doch... Wer baut denn sowas? Das ist also irgendwie von Sommercamp zu Mine zu Atomschutzbunker mit Tiefseezugang gefühlt. Was ist denn das alles hier? Das gibt's doch nicht. Kann doch alles nicht wahr sein. Da ist doch ein Kado hinter. Schade. Also ich hätte da ein Kado versteckt. Ah, cool. Ich dachte, ich hätte voll was verpasst. Moment. Ha! Was hier wohl ist? Ja, das will ich auch gern wissen. Wo wäre ich gelandet, wenn ich unten lang gegangen wäre? Hier muss doch irgendwo etwas sein. Also das ist doch jetzt hier irgendeine Alien-Grabkammer oder sowas. Völliger Wahnwitz, diese Architektur hier. Schlecht. Ich wollte eigentlich zurücklaufen. Jetzt habe ich mich verlaufen. Oh Gott. Wo bin ich? Was ist das hier? Ist das der Schacht, den ich runtergekommen wäre? Ja. Okay. Ich wäre eigentlich gern in den Alien-Raum gegangen, muss ich sagen. Ah! Kann ich sogar noch. Oder zumindest ein bisschen. So halb. Alter, was ist das denn hier? Wer soll sich denn hier zurechtfinden? Das ist ja riesig. Alter. Thank you.
Wie riesig ist denn dieser Level? Und hier geht's zum Dings, okay. Ja, das haben wir noch nicht. Der Typ hat es sich uns auch noch gar nicht vorgestellt, ne? Normalerweise beginnt so ein Kampf ja eigentlich, also so ein Areal, relativ früh damit, dass wir dem Killer begegnen und er sich uns vorstellt. Aber der hat direkt das Feuer eröffnet. Und es gab doch auch noch eine andere Tür am Anfang, die man hätte kaputt schießen können von der anderen Seite, die bestimmt ein Rückdings gewesen wäre. Oder habe ich die noch zerschossen? Nee. Doch. Ich weiß alles nicht mehr. Es ist... So ein großes Areal für so einen kleinen Kopf wie meinen. Okay, hier ist wieder die Hauptkammer. Oh, was ist denn das hier? Wo bin ich? Wo muss ich lang? Und wo muss ich nicht lang? Und wo finde ich noch was? Ja. Macht Sinn, so ein Raum. Okay, hier sind wieder Smaragde. Und ein Wasserfall. Ah, ein Wasserfall. Nee, komme ich nicht hoch. Aber theoretisch komme ich den hoch. Ah, oh. Also dieser Level macht mich wahnsinnig. Das werde ich doch nie wieder hier alles so zurechtfinden. Ah, das sieht aus. Ah, ja, wir sind wieder am Anfang. Hier sind wir reingetaucht, ne? Oder wie kamen wir nochmal hier? Alter. Ich schwöre, das ist kein Joke. Ich bin wirklich einfach so verwirrt von diesem Level. Mann. Kannst du keinem erzählen, dass du eigentlich einen guten Orientierungssinn hast, wenn du so blind hier rumläufst. Okay, hier sieht es irgendwie aus, als wären wir richtig. Aber, Alter. Da nochmal zurückzufinden zu diesem Prisma-Ding, das weiß ich nicht, ob das was wird. Hey, du da! Das hier ist Privatbesitz! Was zum Teufel machst du hier, Jungchen? Ich bin nicht dein Jungchen. Nun werd mal nicht frech. Du hältst dich ohne Erlaubnis auf meinem Grund und Boden auf. Ich kann dich nennen, wie ich will. Jungchen. Ich hab aber gar kein Schild gesehen, Fettsack. Du bist ja auch nicht zur Vordertür reingekommen, oder? Also jetzt pass mal auf. Ich brauche keine Einladung, Dicker. Ich wurde von einer höheren Macht hierher geschickt. Die einzige Macht hier bin ich, Jungchen. Das wirst du schon noch merken. Du wirst noch rausfinden, was ein Survival-Trip ist. Ganz wie früher in Vietnam. Für dich und alle ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. Ihr seid am Ende, mein Freund. Denn unser sind viele. Verflucht nochmal, ich brauche diese Scheiße nicht. Aho. Okay, an dieser Stelle machen wir heute mal etwas, ein paar Sekündchen früher Schluss, weil ich finde, dass wir uns den Kampf für nächstes Mal aufbewahren können. Deswegen solltet ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten und derweil nicht zu weit raus ins Trübe schwimmen, sonst verirrt ihr euch auch noch in irgendwelche
Minenschächte, die zu einem Sommercamp gehören. Von einem Alligator geleitet. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.